habt die Top 10 der Sehenswürdigkeiten von Dubai auf eurer Liste schon alle abgehakt? Und ihr möchtet gerne mal hinter die Kulissen von Dubai schauen? Dann kommt mit mir auf meine Entdeckungstour. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hochmoderne Architektur, unglaublicher Luxus mit dem Charme des Orient. Eine Stadt, die nicht schläft und unaufhörlich wächst. Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten gibt es in Dubai wie Sand am Meer. Einen fantastischen Ausblick hat man vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa. Zu seinen Füßen befindet sich das größte Wasserspiel der Welt, die Dubai Fontaine. Wenn ihr Kinder habt, lohnt sich ein Besuch im Atlantis Aquaventure Wasserpark auf jeden Fall. Möchtet ihr den Orient hautnah spüren? Dann ist eine Wüstensafari genau das Richtige. Auf jeden Fall sehenswert ist das Museum of the Future. Wer es sportlicher mag, macht eine Speedboat-Tour. Wer es größer und luxuriöser mag, bucht eine Mega-Yacht-Tour. Oder ihr lasst euch einfach bei einem Dinner im Burj Al Arab verwöhnen. Ihr seht, die Liste ist endlos. Ich nehme euch heute auf eine etwas andere Entdeckungstour mit. In ein paar Ecken von Dubai, die nicht auf jeder Top-10-Liste stehen. Macht unbedingt eine Fahrt mit der Abra, den kleinen Holzbooten mit Motorantrieb, von Daira nach Burj Dubai und wieder zurück. Wenn ihr in Burj Dubai ankommt, könnt ihr dort frisch gepresste Säfte genießen. Und von Oktober bis ungefähr Dezember hat der Granatapfelsaison. Dieser Saft ist so wohlschmeckend und erfrischend bei dem warmen Wetter. Um die wahre Vielfalt von dem Old Gold Souk bestaunen zu können, müsst ihr die Hauptstraßen verlassen und in die engen kleinen Gassen gehen, die noch mit den wunderschönen alten Holzkonstruktionen überdacht sind. Und lasst euch einfach mal von dem Funkeln des unglaublichen Goldes dort überwältigen. Lasst euch von der Vielfalt und dem umwerfenden Duft von Gewürzen und Safran erobern im Gewürzsouk. Auch dort entdeckt die winzigen kleinen Seitenstraßen, in denen es freundliche Verkäufer gibt, die euch gerne mehr über die Geschichte der Gewürze und den Handel in Dubai erzählen. Und wenn ihr Glück habt, wird euch ein typisch arabischer heißer Tee spendiert, der gerade bei heißem Wetter sehr wohltuend ist. Und wenn ihr von Düften immer noch nicht genug habt, dann lasst euch betören von schwarzem Moschus, Bergamotte, Patchouli, Koriander, Zeder und Amber und Sandelholz. Geht in eines der kleinen Geschäfte und lasst euch von den Düften des Orients verzaubern. Wer jetzt nach dieser Shoppingtour Hunger bekommen hat und frischen Fisch liebt, den kann ich ein sehr nettes und freundliches Restaurant in Dubai empfehlen. Ach ja, Besteck kann man dort bekommen, aber man sollte wie alle Gäste mit den Händen essen. Ihr würdet sonst sehr auffallen. Natürlich gibt es dort die Möglichkeit, sich gründlich die Hände zu waschen. Und zum Fisch gibt es entweder frisches Brot oder Reis und eine so leckere Currysoße. Also, guten Appetit! In der Nachbarstadt Sharjah gibt es einen wunderschönen Blue Souk, auch bekannt als Central Market. Das Gebäude erinnert sehr stark an die frühere arabische Architektur mit vielen Kuppeldächern und Windtürmen. Außerdem hat man von hier aus auch einen sehr schönen Panoramablick auf die Skyline von Sharjah. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass der Souk insgesamt stolze 12 Eingänge besitzt. Und wer Gold zu einem günstigeren Preis einkaufen möchte,
ist dort gut beraten. Wenn ihr es vorzieht, etwas privater zu übernachten in Dubai, dann mietet euch eine Villa mit Privatstrand. Dort könnt ihr zwischen Selbstversorgung oder Service wählen. Und vor allem, man muss den Strand nicht mit vielen anderen Leuten teilen, sondern kann ihn ganz für sich genießen. Dubai ist eine atemberaubende Stadt, die es so kein zweites Mal auf der Welt gibt. Sie stellt in vielen Bereichen neue Rekorde auf und begeistert seine Besucher mit spektakulären Gebäuden. In kaum einer anderen Metropole der Welt ändert sich das Stadtbild so rasend schnell wie in Dubai. Entdeckt eine Stadt, die voller Möglichkeiten ist. Und wenn euch mein Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Like und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nie wieder ein Video von mir verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.